Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trackmania Turbo. Weiterhin mit... Nein, nicht die Strecke. Mit Jan. Hallo. Das ist die Strecke, die ich gar nicht kann. Null. Dann kann ich sie erst recht nicht. Ich kann sie nicht. Da ist... Das ist die Strecke, wo Jan Lukas angerufen hat. Weißt du? Andi, sein Bruder. Hm? Und hat ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Weil ich sie nicht hinkriege. Ich... Diese Palme, die da so halb runterhängt, Leute. Ja. Man muss irgendwie die ganze Zeit vom Gas gehen, weißt du? In den Kurven. Erster. Jetzt echt? Ja. Wie bist du durch den Sand gefahren? Du bist genau wie Lukas, weißt du? Die Checkpoint. Also ich werde nicht erster, glaube ich. Ach, du hast dich immer wieder zum Checkpoint zurückgesetzt. Ja, einmal. So. Na, weiter schon. Entweder zum Start oder gar nicht. Ich will die Strecke einfach nur mal beenden. Nicht mal das schaffe ich. Boing. Oh shit. Aber da sieht man, von 41 Leute sind 28 Leute bis jetzt ins Ziel gefahren. Außen lang. Okay. Das klappte besser wie innen. Bei der ersten Rechtskurve, Jan. Wenn man da außen lang rutscht. Naja, ich versuche lieber wieder innen. Alle machen innen, also muss innen besser sein. Nein, 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 komm! Dreh dich doch nicht! Nein! Nein! Ich lieg auf dem Dach, kurz vorm Ziel, 1 Millimeter. Lieg einfach auf dem Dach, vor der Ziel. Das ist. Leute, ihr müsst nicht rechnen bei der Strecke, ich glaube, die werde ich niemals verstehen. Ich glaube, die habe ich 30 Mal gefahren oder so in der Dingens, wenn nicht sogar öfters. Und ich kriege die einfach nicht hin. Das ist eine der. Ich glaube, ich gibt zwei Strecken, die kriege ich nicht hin, die ich bis jetzt gefahren bin. Und das hier ist eine davon. Natürlich klar, dass die genau hier kommt, ne? Ja. Aber man kann ja auch nicht überall gut sein. Das ist ja gerade das, was Trackman ja ausmacht. Der eine ist da drinne gut, ne? Der andere ist da drinne gut. Zum Beispiel ja. Andy ist ja extrem gut in Stadium, ne? Mit diesem Formel-1-Wagen. Alter, da drin. Ich bin links so gut. Der ist so dermaßen da drinne. Nee, dich, du Shitkarre. Ja, es tut mir leid. Habt ihr jetzt 5 Minuten Scheiße gesehen? Oder 5 Minuten, wie ich vielleicht, wenn die Strecke nochmal kommen sollte, fluchen werde. Einmal kann ich noch fahren. Warum, wie lang ist die Strecke? 45 Sekunden. Okay. Ja. Ich will die gerne beenden, die Strecke. Weil wenn ich sie beende... Ja. Das war's. Oder? Dann, dann komme ich wenigstens noch ein paar Ranglistenplätze höher, weißt du? Ja. Okay, nicht überschlagen, nicht überschlagen. Ich beende die einfach jetzt. Ob die Runde gut ist oder scheiße ist, ich werde die Runde jetzt einfach mal beenden. Ja, was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Nur Sand, Alter. Okay, und dann geht's hier ins Ziel. Naja, ich bin noch 14. geworden. Mit im Wasser fahren, rückwärts rausfahren. Ich bin 14. geworden. Dann weißt du ja, wie viele Leute die können, Jan. Mit der Zeit, wo du dich zum Checkpoint zurückgesetzt hast, oder hast du nochmal eine bessere? Nee, mit meiner aktuellen, wo du ins Ziel gefahren bist. Achso. Genau, hinter dir, jetzt 5. Hallo, Zeit kann ruhig zu Ende gehen. 5. will ich gerne mal. Auf 5. wäre gut, ne? Aber ich kann die Strecke nicht. Siebter.
Das war gerade geil. Ich habe gerade einen Salto gemacht und bin doch wieder auf den Räder gelandet und weitergefahren. Absolut geil. Bis jetzt habe ich wegen Nordrhein-Westfalen nochmal 22 Plätze dazu bekommen. Dadurch, dass ich die Strecke beendet habe. Ja, jo. Warum nicht? Das klar, jetzt können viele sagen, Kevin, du musst die Strecke üben. Ja, gebe ich euch recht. Und die Rangliste ist nicht so wichtig. Ja, gebe ich euch auch recht. Aber ich mag die Strecke einfach nicht. Alter, die haben alle super soft drauf, die Rennfahrzeuge. Spiel macht aber mega viel Laune. Man darf das nur nicht alles immer so ernst nehmen bei dem Spiel. Also wenn ihr euch das mal kaufen sollt, ihr dürft das nicht so ernst nehmen, wenn ihr da verliert. Das ist halt Trackmania. Das ist so wie Dark Souls, ja? Zu Dark Souls gehört es zu sterben. Es gehört dazu. Ja, wie Dark Souls 3 ist, weiß ich nicht. Viele beschweren sich ja schon, dass es zu leicht, bla bla bla. Ich lasse mich nicht spoilern, weil das ja einer meiner Lieblingsspiele mit sind. Und es gehört einfach dazu. Und so ist es im Trackmania, dass man sich einfach immer wieder zurückportet. Oder findest du nicht, Jan? Es gehört ja einfach dazu. Überleg mal, wie oft wir die eine Strecke nachts gefahren haben. Oh. Was denn? Rennfahrzeuge. Stadium. Bus. Wo Andi der absolute Gott drin ist, in meinen Augen. Scheiße. Okay, da müssen wir dann rüber, Leute, okay. Also die rechte Ding ist, muss man nehmen, okay? Ja, das ist jetzt genauso wie mit dem Looping. Das kannst du ja vorher gar nicht wissen. Nö. Ah, schon wieder verkackt, ey. Ich weiß es, aber ich verkackt. Nein, in den Radlader. Okay, nochmal. Ja, Stadium habe ich auch gespielt, wenn sich Leute fragen. Aber nur ganz kurz, weil mein Account dann nicht mehr ging. Es war früher so, dass du das Spiel bei Steam gekauft hast, zum Beispiel. Jan, ne? Und da musstest du dich noch einloggen bei Dingen. Und das ging dann nicht mehr. Dann habe ich da mal ein Support-Ticket hingeschrieben, habe ich nie eine Antwort drauf gekriegt. Nie. Ich glaube, ich hatte das Spiel 3 Wochen oder so. War richtig asozial und da war ich pissig auf die wie Sau, ne? Bei Andi war das auch. Nur Andi hat eine Antwort auf sein Support-Ticket gekriegt. Ja, jetzt fahren wir die mal zur Rente, Leute. Ich kenne die Strecke jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Ist das auch ein Rundkurs? Nein. Okay, 29. Immer eine Zeit fahren. Dass man so ein bisschen die Strecke aus dem Kopf kann. Jetzt fahren wir hier links, das ist nämlich kürzer. Jetzt kommt der Huckel, dadurch kommen wir in Drift. Dann können wir hier rüber. So. Jetzt haben wir hier. Keine Ahnung, wie wir die nehmen sollen. Da muss ich noch ein bisschen überlegen. Oh, 26 ist er jetzt schon, ja. Geht eigentlich auch, ne? Die Strecke. Ja. Nicht so einfach. Alter, der Typ hat's drauf. Habt ihr das gesehen, wie eng der die Kurve genommen hat, Leute? Leck mich am Arsch. Nein, das können wir vergessen. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve nehmen soll, die so lang gezogen ist und wo du dann springen sollst. Man da doch ein bisschen vom Gas gehen muss. Na, da haben wir es versaut. Na, dieser Chat, ne? Also da muss ich erstmal zusehen, dass ich den ausblende. Der nervt, ne? Links. Ja.
So, das war schon mal besser. Ach, fuck, wie soll ich denn die Kurve nehmen? Immer so verkauchen, so. Ich krieg schon Aggressionstherapie, brauche ich gleich hier. Deswegen nehme ich auch nicht Dark Souls auf. Es ist nicht gut, mich da zu hören. Dann ist mein Image in YouTube noch mehr kaputt wie jetzt schon. Oh. Alter, wird nur noch durchgereicht nach hinten jetzt. Welcher Platz bist du denn? 22. Ich bin 31. Soll ich denn sagen? Versuche natürlich auch. Von 14. Auch. Bist du jetzt gewonnen? Nein, von 14 jetzt bis 22 durchgereicht. Ja, ich war 20 und bin der 31. Als wenn die Leute zum Schluss ihre Runde fahren, irgendwie. Ne? Kommt dir das nicht so vor? Boah, ja, vorbei. Das war so eine scheiß geile Runde gewesen. Oh, ich habe mich nicht verbessert. Nirgendwo. Da war ich gleich nochmal. Gefällt mir. Gefällt mir, Hosenschiss. Der 26er Zeit wäre hier nicht schlecht. Da kotzen sogar die Clown. Man, lass uns doch jetzt eine Driftstrecke, bevor ich jetzt aufhöre gleich. Ja, oder nicht? Ja, eine Driftstrecke wäre schon ziemlich geil, ne? Oh. Oh, Formel 1. Nein! Und noch eine Strecke, die ich absolut ja liebe. Das ist auch wieder ein Rundkurs. Was zum Teufel? Ja. Phase erstmal zu Ende. Die Strecke ist so scheiße, Alter. Wenn ich das schaffe. Ja, ich fahr hinter dir. Was so? Was ist das denn? Ist geil, die Strecke, ne? Total. Ist auf jeden Fall kein Rundkurs, aber ich bin 15. geworden. Mit tausende Crash. Die Strecke ist auch absolut scheiße. Es tut mir einfach leid, das muss man einfach sagen. Aber einem liegen die Strecken einem nicht. Und das hat einfach nur ein bisschen mehr mit Übung zu tun. Kann doch auch sein. Jo. Mein Dritter einmal gefahren. Echt? Ja. Und so beknackt gefahren wie keiner. Ja, was ich nicht verstehe, ob ich driften soll jetzt mit dem Formel 1 Wagen oder nicht durch die Kurven. Weißt du? Das ist so. Ich finde, manchmal sind 5 Minuten zu wenig. Ja. Ne? Also, aber ich finde es geil, auch die 5 Minuten fürs YouTube allgemein. Alle 5 Minuten eine neue Strecke ist doch geil für euch auch. Ja, ja. Ich weiß nicht mal, wie ich am Anfang die Zickzackkurve nehmen soll. Fünfter. Mit in eine Wende fahren und alles jetzt nicht 7. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Hallo? Denken wir auch gerade schon die ganze Zeit. 8. Okay, Vollgas und Bremse dann. Okay.
Ich sag ja, manchmal ist es einfach besser. Oh, das kann ich vergessen. Die Strecke zu Ende zu fahren. Weil man denkt, die Runde ist scheiße, aber sie ist gar nicht scheiße. Zum Beispiel, weil andere auch nicht besser sind. Jetzt bin ich 17, aber ich glaube, bist du? 23. 24. 18, ja. Jetzt habe ich meinen Spoiler verloren. Geht ja gar nicht, Mama. Vettel wird sich im Grabe umdrehen. Nein, nicht verbessert. Schaffe ich noch eine? Ja, eine schaffen wir noch, Jan. Komm, schränke Jan, Jan. Gib alles, Schnittchen. Schnittchen, okay, lauf vor mir. Einmal Concentration jetzt, Jan. Ja, ich habe mich nicht mehr verbessert. Du? Erster. Ja, du bist 28. Ja. Ich sehe dich doch. Eieiei. Macht aber schon Spaß, müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, wir haben jetzt mal 3 Runden hier aufgenommen. Wir gucken uns mal an, was ihr allgemein dazu sagt. Würde ich sagen. Und ob wir es weitermachen sollen oder nicht weitermachen sollen, das müsst ihr entscheiden. Ja, wie gesagt, Leute, gebt uns auch eine Chance. Wir wären schon besser. Aber ihr müsst uns auch eine Chance geben. Aber wir wollen gucken, ob das bei euch gut ankommt oder nicht. Ne? Ihr geilen Hühnerschnittchen. Und wir hören uns morgen wieder entweder in Trackmania oder in einem anderen Projekt. Bis denn. Tschüss.